Unser nächster Slammer ist normalerweise in einer anderen Funktion auf den Science-Slam-Bühnen dieser Republik unterwegs. Er ist quasi mein lieber Kollege, seines Zeichens auch Science-Slam-Master und Moderator. Und hat jetzt aber keine Lust mehr, hier nur der Onkel mit dem Mikro zu sein, sondern er möchte jetzt auch zeigen, dass er was kann. Er ist Doktorand der deutschen Philologie des Mittelalters. Kann man machen, an der Universität in Marburg. Sein Thema muss ich vollständig ablesen, ich kann es mir nicht merken, ich bin froh, es hat auf eine Karte gepasst. Die Heilsspiegelhandschrift, literaturwissenschaftliche Verortung und kodikologische Untersuchung. Großes Fragezeichen meinerseits, große Vorfreude meinerseits. Herzlichen Applaus bitte für Simon Hauser. Ganz reizende Einführung, liebe Dana, das ist sehr nett. Normalerweise sagen die Leute immer bei mir zwei Curry Rot-Weiß oder so, wenn sie mich sehen, oder bitte Damaschkering. Nein, promovieren Altgermanistik ist ganz normal, wir bewahren das deutsche kulturelle Erbe. Ne? Läuft die Zeit schon? Nee, die läuft noch nicht. Gott sei Dank. Tinder für Informatiker, ne? Wie stelle ich mir das vor? 1010, ja, geil. Das sind so ganz knackige Flachwitze, die einem da hinter der Bühne auffangen. Schönen guten Abend in Ulm, wir sind in der richtigen Seite, wir sind in Baden-Württemberg, habe ich mir sagen lassen, weiter wäre ich auch nicht gefahren. Wir haben mal eine Radtour gemacht, da war ich Kind, da sind wir durch den Odenwald gefahren und so hinter Amorbach-Miltenberg kommt dann die Grenze Baden-Württemberg-Bayern und da stand so ein Schild, so herzlich willkommen in Bayern, mit einmal wird die Straße schlechter. Ne? Also das sind so die Sachen, dafür wurden wir direkt von Priestern genehmigt. Ja, also, schönen guten Abend, mein Name ist Simon Hauser, ich bin heute Abend hier in meiner Funktion als anonymer deutscher Versübersetzer. Wie Sie sehen, hatte ich schon als Schulkind die Neigung dazu, eine Brille zu tragen, eher klein zu sein, vorlaut und mich ulkig zu verkleiden. In Baden-Württemberg muss ich das nicht erklären, das ist meine heilige Erstkommunion. Neulich war ich in Sachsen-Anhalt, die haben es mit Religion nicht so, da rief nur einer, schwul! Dann habe ich kurz überlegt auf der Bühne, man will sich ja mit Publikum nicht verscherzen und als Wissenschaftler denkt man auch immer differenziert über jede noch so abwegige Hinweis nach. Habe ich mir überlegt, naja, es ist ein katholisches Ritual, schwul, naja, beides führt ab und zu Analverkehr unter Männern, also das ist jetzt nicht so abwegig, aber ich freue mich auf jeden Fall, heute Abend hier zu sein. Und bitte klatschen Sie später, wir haben viel vor, ich habe Ihnen ein pickepackevolles Programm mitgebracht. Was also auf jeden Fall diese Neigung schon früh, Brille klein und vorlaut zu sein und sich ulkig zu verkleiden, was die mitbringt, ist, dass man in der Schulzeit relativ viel Zeit zur eigenen Verfügung hat. Ich habe mich dann an die Bücher gewendet, denn die Bücher, die legen nicht auf, wenn man anruft. So, wir beginnen mit der Heilsspiegelhandschrift A, das ist der Textzeuge A, es gibt 26 Heilsspiegelhandschriften, die liegt in Bad Berleburg, Schlossbibliothek, Signatur RT2-3, der Fürst hat sie nie versteuert, deswegen behaupten wir einfach, die würde in Berleburg liegen. Literaturwissenschaftlich verortet heißt, warum gibt es um 1440 diese Sorte Handschriften, warum gibt es sie in Deutschland, warum im rheinhessischen Sprachgebiet. Kodikologische Untersuchung für die Lateiner unter Ihnen ist natürlich griechisch, heißt, ich habe mich auch mit dem Kodex an sich beschäftigt, das ist mein Name, das ist mein Wohnort. Das ist das Logo der Universität, bei der ich meinen Magister geschrieben habe, über den ich vortragen werde. Sie sehen, es ist ein rundes Logo mit so alten Fatzke-Gesichtern in der Mitte. Das ist eine Hochschule mit Tradition. Sie sehen nebendran die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Die haben mich bezahlt für meine Magisterarbeit. Das ist auch ein altes, ehrwürdiges, rundes Logo mit einem Rechteck. Das ist also eine ehrwürdige Institution mit Tradition und einem etwas engeren Kostenrahmen. Kann man sich ganz einfach merken. Bei diesen Titeln ist es auch wichtig festzustellen, der Germanist an sich hat entweder einen Schnauzbart oder einen kleinen Pimmel. Wir benutzen gerne Doppelpunkte. Doppelpunkte sind unglaublich wichtig. Sie hören bla 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 Doppelpunkt, gröberer Blödsinn, noch gröberer Blödsinn, noch gröberer Blödsinn. Also das zeigt, wie wichtig wir sind. Wir stecken dann nicht mehr vor den Philosophen zurück. Das ist meine Magisterarbeit, die heißt 1 und 2. Also wir haben zwei Parts da drinnen, zwei Phrasen und eigentlich die Triaden sind noch viel beliebter, deswegen heißt meine Dissertation Edition, Kontext, Untersuchung. Ne? Also so macht man das. Wir haben, wie gesagt, als Germanisten eher kleine Pimmels, dafür haben wir umso mehr Ausdauer, deswegen gibt es auch bei uns besonders viele Langzeitstudenten. Jetzt wissen Sie auch, wo der Begriff herkommt.
So, den Inhalt. Heute haben wir die Begriffsklärung, geografische Verbreitung, Textsortenspezifika, Übersetzungsprobleme, Grammatik und ganz wichtig, Untersuchung des Textzeugenwiderstands. Folgt mit der Begriffsklärung Heilsspiegel. Es geht ums Seelenheil. Im germanistischen Mittelalter dachte man, dass man sein Seelenheil von der Geburt bis zum Tod durch das Leben bringen muss. Das Leben ist eine einzige Versuchung. Männer konnten das schaffen. Menschen mit Vagina hatten da prinzipiell ein Problem, heil durchs Leben zu kommen. Hier sehen wir den Tympanon über dem Ostportal des Bamberger Doms. Sie alle kennen den. Una Münzers Hör, ich weiß. Hier sind die Verdammten der Seelenwäger nach dem Tod. Wäger. Oh, ich bin aus Mannheim, ich kann das immer nicht unterscheiden. Der Seelenwäger also. Und hier sind die Verdammten. Sie sehen das ja. Freislig, fratziger Teufel führt an der Kette die Bösen ins Fegefeuer. Hier sehen Sie die drei geilen Mönche. Die freuen sich unglaublich, denn so sieht man aus, wenn man sein Seelenheil ins Paradies gerettet hat. Und damals gab es noch keinen Crystal Meth. So. Wir haben die Spiegelliteratur. Sie wissen alle, ein Schwabenspiegel heißt, wie benimmt man sich, um guter Schwabe zu sein. Beim Fürstenspiegel heißt es, wie benimmt man sich, ein guter Fürst zu sein. Und der Heilsspiegel, eben meine Textsorte, heißt, wie schafft man es, dass man sein Heil ordentlich durch das Jammertal des irdischen Lebens bringt. Auch noch heute gibt es eine Zeitschrift, die sich in dieser Tradition sieht. Ist ein anderes Thema. Wir kümmern uns heute nicht um diesen Heilsspiegel. Geografische Verbreitung, das ganze Ding startet in Bologna, aus Bologna geht es nach Toledo, nach überall, das ist eine andere Form von Balkanroute und es bringt auch nur Gutes mit sich. In Bologna ist es aus den dominikanischen Kreisen, es gibt viele Lehren von Thomas von Aquin, Thomas von Aquin kennen Sie, das war der Mann, der so keusch war, dass er sich geweigert hat, von einem ausgezogenen Tisch zu essen. Zahlen sind ganz wichtig. Wir haben 421 lateinische Handschriften, davon 2/5 bebildert. Ich habe als Germanist 3 Monate gebraucht, um das umzurechnen. Bitte Applaus. Über 90 Übersetzungen. Wir haben Französisch, Niederländisch, Englisch, Tschechisch. Wir haben 55 deutsche und 7 lateinisch-deutsche Handschriften. Von den 55 deutschen gibt es 26 ADV. Auch hier wieder die Warnung, ist keine Partei, kann man nicht wählen. Haben auch kein Problem mit Ausländern. ADV heißt einfach nur anonyme deutsche Versübersetzung. Warum? Ist das so und was ist das Schöne daran? Wir haben immer 3 Typen aus dem Alten Testament, die deuten voraus auf einen Antitypus im Neuen Testament. Sie kennen das alle. Wir haben zum Beispiel hier im Alten Testament die Grablegung, im Neuen Testament, Verzeihung, die Nervosität. Wir haben den Antitypus im Neuen Testament, Mann, Kiste, Frau weint, klar muss Christi sein im Grab, zack, da haben wir eine Botenrolle, die ist leer, das heißt, der Leser soll sich seinen Teil denken. Dieser Antitypus, und da war das Mittelalter unglaublich gut da drin, man hat immer versucht, Erscheinungen aus dem Alten Testament als Vorausdeutungen aufs Neue Testament zu betrachten. Das ist meistens sehr gut gelungen. Es hat 45 Kapitel, dieses Textstück, 100 Verse, es sind 4.500 Verse, da musste man auch mal ein bisschen ein paar Sachen biegen. Aber Sie sehen, Grablege Christi ist im Neuen Testament. Darauf wurde im Alten Testament schon vorausgewiesen. Hier sehen wir Abner. Also, Abner versteckt sich da drinnen. Der wird gerade begraben, ist etwas unfroh. Das ist sein stockgayer Freund David, der spielt Harfe, was ein unglaublich schwules Attribut ist, 4000 vor Christus. Aber später muss er eine Frau heiraten, damit es ja nicht so gay wirkt. Also, man hat ja auch in der katholischen Kirche immer egal. Hier sehen Sie den zweiten Typus, Josef, der von seinen missgünstigen Drecksbrüdern in die Grube gestürzt wird. Hier, Josef, Grube, zack, mit den Füßen wird geholfen. Er ist da begraben und hier sehen wir Jona, der wird ins Meer geworfen. Hier sehen Sie übrigens einen ganz reizenden Walfisch, gezeichnet von jemandem, der noch nie einen Wal gesehen hat. Sie sehen also 3-mal Kiste. So, Jona war natürlich auch 3 Tage im Walfisch drinne, bevor er auferstanden ist. Das erinnert uns an Christus. Und wir schauen uns schon die Textsortenspezifika an. Wir haben jeweils 25, 50, 75, 100 Verse, die ein Kapitel machen. Antitypus, Typus, Typus, Typus. Das ist eine unglaublich luxuriöse Handschrift, denn sie hat alle Bilder auf der Seite der Kapitel, das ist unglaublich, und eine Innovation, bam, pink, denn ich komme aus Berlin, da muss man pink benutzen, um zu sagen, wie fancy man ist, deswegen trage ich auch Adidas-Schuhe. Die Innovation daran ist, dass wir Text und Bild gleichlautend haben, das heißt, ohne Text verstehen Sie nicht das Bild, ohne Bild verstehen Sie nicht den Text. Man kann sich das also so vorstellen, dass man als Mönch ganz kurz den Ministranten vom Schoß wegschiebt, dann kann man die Handschrift da drauflegen und den Leuten, die rumstehen, sagen so, hier, guck an die Typus Text, Typus Text, Typus Text, Typus Text. So, das ist also sehr innovativ, gab es vorher nie, ist die unglaublich meistverbreitetste Handschrift. Der Parzival, den Sie alle kennen, hat nur 80 Handschriften, wir haben über 600, ne? Richtig fancy. Das hier ist die Handschrift, die ein Professor bearbeitet, das ist die Handschrift, die ein Doktorand bearbeitet, das ist die Handschrift, die ich als Opfer-Magisterstudent bearbeitet habe. Sie sehen, die hat nicht mehr Bilder, hat einen Wasserschaden und ist billig kopiert, aber wie gesagt, Steuern nicht bezahlt, deswegen mussten wir die ein bisschen illegal beschaffen. Ich hoffe, das wird nicht auf Video aufgezeichnet. So, die anonyme Versübersetzung ist relativ simpel. Sie kennen das,
der Historiker sucht immer nach Kontinuitäten, Diskontinuitäten. Auch heute gibt es eine Menge Werke, deren Autor unbekannt ist. Das ist hier der Fall, das ist da der Fall, das ist natürlich auch da der Fall. Also kennt man anonym, liegt was vor, wir wissen nicht genau, wer es geschrieben hat. Übersetzungsprobleme. Wer von Ihnen hatte Latein in der Schule? In Sachsen-Anhalt musste ich fragen, wer war überhaupt auf der Schule, nicht auf dem Feld. So, wenn Sie Latein hatten, Sie haben 100 Verse in der lateinischen Vorlage. Und unser armer Übersetzer muss daraus 100 Verse Deutsch machen. Sie sehen, das geht bis Vers 10 etwa gut. Ab Vers 20 wird es schwierig. Latein ist ja eine hochverdichtete Sprache. 35, da sind wir schon bei 50. Also er hat Übersetzungsprobleme. Ich habe Ihnen da was mitgebracht. Ach so, oben, das ist mein Doktorvater. Heute klaue ich von meinem Doktorvater. Strike. Ist sonst nicht so üblich. Die erste Grabkammer wird beschrieben. Habet circa septem vel octo pedes tam in longum quam in latum. Müsste eigentlich ein Hexameter sein, ist aber anders. Unser deutscher Übersetzer macht da draus. Die hat etwa 7 bis 8 Fuß etwa in der Länge, wie auch in der Breite, sowohl in der Länge als auch in der Breite. Auf Deutsch, die Grabkammer ist 8 Fuß breit und lang. So, die zweite Grabkammer wird uns beschrieben, die hat eandem longitudinem, latitudinem et altitudinem, das heißt, die ist von derselben Länge, Weite und Höhe. Unser Übersetzer macht da draus, Sie werden es ahnen, die ist auch viel nur 8 Fuß breit und lang. Sie sehen, der arme Mann, der muss zum Ende kommen und er hat wenig Platz. Die dritte Grabkammer, die Bank in der Grabkammer wird auch beschrieben, wichtig fürs Mittelalter, das Mobiliar muss ganz, also man läuft quasi durchs Neue Testament. Die ist de uno pariete ad alterum, das heißt, die geht von einer Wand zur anderen. Sie haben erkannt, was unser Übersetzer daraus macht, diese Bank ist 8 Fuß lang. So, ich habe mich intensiv beschäftigt mit der Grammatik, von der Lyrik über die Syntax, von der Semantik bis zur Lexik, von den Synonymen bis zu den Präfixen, was auch immer, you name it. Und so habe ich mich danach gefühlt. Ich bin etwa so, Klick, der Klick funktioniert leider nicht. Ich habe mich so gefühlt, als ich durch Berlin gefahren bin. Jetzt kommt Mr. Bean, der zeigt die ganze Zeit so einen Fickfinger, funktioniert nicht, weil das GIF leider nicht eingebettet ist. Naja, was soll man machen? Ist halt Windows. Ich habe Ihnen einen Zettel hingelegt, da steht der Text, den wir jetzt gemeinsam singen. Wir machen einen Karaoke-Song, der Text liegt bei Ihnen auf dem Fuß. Und wir steigen direkt ein bei, weil ich es mir nicht merken kann, Part 2. Wir probieren es mal. Sie merken gleich, ich kann keinen Ton singen. Ja, blitsch, platsch, fiel ein Regen wie die Sintflut, die Sprinkler, ein Testlauf, die Aufsicht fand's nicht gut. Ich untersuch, bin selber überrascht über das Selbstverständnis meiner Erkenntnishandschrift. Ah, das geht etwas langsam, ist ein Windows-Rechner. Hasmenige im Fleuronet, das ist die rote Farbe, Azuritblau, Malachitgrün. Handschrift A macht mich narrig, an sich gibt es das nicht. Illustrationsloser Text, Seitenränder verwischt, ich kann euch nicht hören. Es geschieht bloß, du bist bildlos. Ich lese bloß noch dich, andere sind sinnlos. Du bist wie Bild für Bauarbeiter, Dianetics für Travolta, Erdogan für Janni, für Hafti, Baseballschläger. Handschrift A, wie war das da bei Lecter? Du bist von hinten wie von vorne aus Hirschleder, doch nach dem Restaurieren nur noch aus Schafleder. Das war von hinten wie von vorne halt billiger. Jetzt kommt der Hook, der ist lame, bitte gib mir die Zeit. Immer wenn es regnet, bla bla, können wir vorspulen, wie wir uns begegnen. Kann ich dich erblenken? Habt ihr gemerkt, ich treffe keinen Ton, wohin ich auch schaue? Es ist einfach wahr. Du bist aufgebaut in Vers 100er. Ja, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Schafft es im Am Laut, das ist hier das Lange, heute macht man es scharfe S draus aus SZ. Ja, yeah. Die Tinte Eisengallus, ursprünglich Schnallenverschluss, doch so ein Verdruss, es gibt kein Schloss, so ein Verlust. Der Schriftduktus, nie konfus, profund, von einer Hand, Beschnitt am Rand, Korrekturen von späterer Hand. Bassada, erste Hälfte, 15, das ist deine Schrift. Halsspiegel A, von hinten wie von vorne. Dein Schriftraum sei gesegnet, ich denke an dich immer, wenn es regnet. Jetzt war ich zurück in Münster, hab meine Magisterarbeit abgegeben. Steh wieder vor meinem Mentor, blass, ganz ergraut. So stand ich da, ich war wieder in Berlin, Magisterabschluss ganz nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Was ich jetzt brauche, wenn noch ein Reim auf A. Oh, Handschrift A. Vielen, vielen Dank, Ulm.